das Innere der hell erleuchteten Bude. Marie: Was Licht! Wojciech: Ja, Marie, schwarze Katzen mit feurigen Augen. Hey, was ein Abend! Der Budenbesitzer, ein Pferd vorführend: Zeig dein Talent, zeig deine viehische Vernünftigkeit, beschäme die menschliche Sozietät. Meine Herren, dies Tier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib auf seine vier Hufe, ist Mitglied von aller Gelehrtsozietät, ist Professor an unserer Universität, wo die Studenten bei ihm reiten und schlagen lernen. Das war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der doppelten Raison. Was machst du, wann du mit der doppelten Raison denkst? Ist unter der Gelehrtensozietät da ein Esel? Der Gaul schüttelt den Kopf. Sehen Sie jetzt die doppelte Raison? Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein fiedumes Individuum, das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh, ein Bete. Das Pferd führt sich ungebührlich auf. So beschäme die Sozietät. Sehen Sie, das Vieh ist noch Natur, unideale Natur. Lernen Sie bei ihm. Fragen Sie den Arzt. Es ist sonst höchst schädlich. Das hat geheißen, Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffen aus Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Sehen Sie, was Vernunft. Es kann rechnen und kann doch nicht an den Fingern herzählen. Warum? Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren, ist ein verwandelter Mensch. Sag den Herren, wie viel Uhr es ist. Wer von den Herren und Damen hat eine Uhr? Eine Uhr? Unteroffizier: Eine Uhr? Zieht großartig und gemessen eine Uhr aus der Tasche. Da, mein Herr. Marie: Das muss ich sehen. Sie klettert auf den ersten Platz. Unteroffizier hilft ihr. Der Murmajor: Das ist ein Weibsbild.